Heute in Speedrandal erleben wir ein wundervolles Leben mit Harvest Moon. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Farmfreunde. Hallo. Hier auf Rocket Beans TV zur gepflegten Stunde ungefähr mit Anbau- und Pflanztipps. Ja, darf mal wieder euer Gregor sein, Sia darf mal wieder euer Sia sein. Hello. Aber der Star heute, der die ganze Arbeit machen wird, ist Benok. Schönen guten Tag. Komm, gib mir mal einen Klatscher. Nein, schön, dass du da bist. Hi. Freut mich, hier zu sein, schon mal so vorab. Ja, ein bisschen Pflanzen, heute eher weniger. Ein bisschen mehr Geschenke vergeben. Geschenke vergeben. Na, heute wollen wir heiraten, und zwar in dem Run hier bei Harvest Moon, A Wonderful Life. Okay. Ziel des Ganzen hier ist es halt heute, einen Heiratsantrag zu stellen. Bei Harvest Moon muss man sich das immer so vorstellen. Es gibt die sogenannte blaue Feder, mit der könnt ihr der Heiratskandidatin halt euren Antrag machen, beziehungsweise eure Liebe gestehen. Mhm. Und da geht es halt hier drum in dem Moment. Okay, also du musst die Feder quasi. Genau, die Feder bekommst du, die Feder bekommst du automatisch im Laufe des Games. Mhm. Und musst die halt dann nur noch wirklich an den Mann oder an die Frau bringen. Okay. Mhm. Du streamst bei Twitch. Richtig. Das hatten wir, glaube ich, auch nochmal dann kurz eingeblendet. Machst du dann viel solche Harvest Moon, Story of Seasons Sachen oder machst du auch was anderes? Harvest Moon hauptsächlich in den Speedruns. Und ansonsten halt noch GTA, RP. Und halt das, worauf man Lust und Laune hat, ne? Okay. Also kein direktes, festes Game. Also wenn ihr da draußen gerne eure eigenen Heiratstipps und Anbautipps gerne haben wollt, dann checkt gerne den Twitch-Kanal aus. Heute aber werden wir erstmal einsteigen. Du wirst auch in den nächsten Folgen uns noch ein bisschen was aus Story of Seasons zeigen, was ja quasi Harvest Moon unter einem anderen Namen ist. Genau. Ja, diese ganzen rechte Geschichten müssen wir jetzt nicht einmal aufwerfen, aber Story of Seasons, so heißt das neue Harvest Moon oder Harvest Moon, wie die Serie aktuell ist. Und die aktuellen Harvest Moon-Spiele sind eigentlich andere Spiele. Schade, jetzt habe ich es auch erklärt. Harvest Moon and Wonderful Life, das war eines, was zur so PS2 GameCube-Ära rausgekommen ist. Genau, richtig. Du spielst die GameCube-Fassung aber. GameCube-Version 2004, genau, richtig. Das ist dann so einfach nochmal, weil es in den Ladeszenen ein bisschen schneller geht. Und halt auch in der Original-Hardware-Aufnahme beziehungsweise bei speedrunning.com eher die gewertete Version ist. Mhm. Okay, hast du noch Nachfragen, Sia, oder willst du dich überraschen lassen? Ich kenne mich mit Harvest Moon leider überhaupt nicht aus. Ich habe nie eins gespielt und war schon überrascht, dass das Ziel heiraten ist. Was sagst du denn? Rüben-Percent oder was? Ich weiß nicht, einen Rüben-Supermarkt aufbauen oder so, dachte ich. Aber okay, ich bin sehr gespannt, ja, wie der Run aussieht. Also möchtest du noch was zum Run vorher erzählen? Sonst werden wir dich so ein bisschen mit Fragen löchern, wenn wir dabei sind. Ich denke mal, das können wir auf jeden Fall, wenn wir dabei sind, machen. Okay. Dadurch, wie gesagt, dass wir halt nicht viel anpflanzen werden. Wir werden uns nicht viel um die Kuh kümmern, die wir anfangs kriegen. Ich muss halt sagen, das Intro vorab hier sind knappe 6 Minuten. Mhm. Was halt hier so ein bisschen das Stressige ist. Man kann es auch leider nicht skippen. Deswegen, da haben wir, denke ich mal, genug Zeit, da zwischendurch noch was machen. Gut. Ja, dann lass das auch so machen, dann mach dich mal bereit, dann können wir den Countdown machen und uns dann 6 Minuten reinladen ins Spiel, so wie das gehört. Ja, wenn die Regie bereit ist, können wir gerne schon mal umschalten und du kannst dann deinen Countdown machen. So machen wir das. Dann gehen wir rein. Also, sobald ich jetzt aufs neue Spiel drücke und der Screen weiß wird, beziehungsweise wir am Sandstrand sind, kann der Timer dann beginnen. Ich gebe dann aber auch nochmal ein Go. Ja, okay. Regie, macht ihr uns das ein kleines bisschen leiser? Für uns zumindest, das wird nett. So, und dann können wir loslegen. Go. Okay, go. Du wachst am Strand auf mit Amnesie. So in der Art. Also es wird jetzt gerade erklärt, dass du noch nie gehört. Die Farm von deinem Großvater übernimmst. Du wirst jetzt gleich von jemandem in Empfang genommen, der sich Takakura nennt. Takakura ist so ein bisschen dein bester Freund, der dir so ein paar Lebenstipps gibt. Jetzt links im Bild. Der auch dir Hilfe gibt, was irgendwann später das Pflanzenkreuzen etc. angeht. Mhm. Wie du deine Tiere vernünftig zu versorgen hast. Man braucht ja auch ein bisschen Infos vorne dran. Also häufig die Harvest Moon oder allgemein so Farmanbauspiele
gibt ja immer dann irgend so eine Grundstory, weswegen du auf einmal jetzt eine Farm erbst. Eigentlich hast du noch gar nicht so richtig die Erfahrung damit, aber jemand gibt dir ein bisschen Hilfestellung und du sollst ja auch alles selber als Spieler von der Pike auf lernen. Richtig. Mhm. Na, du bekommst ja die Farm von deinem Großvater, der verstorben ist, hier in dem Falle. Der Vater hat das eine längere Zeit mitgemacht, wollte das aber nicht mehr. Und jetzt wirst du so gesehen mit Anfang 20 Jahren, bist du, glaube ich, in dem Game reingeschmissen. Hier am Anfang wird dir halt erklärt, dass du deine Scheune hast. Das, wo wir jetzt gerade drauf zugehen, ist dann der Werkzeugschuppen. Hinten das Weiße, dann der Hühnerstall. Den werden wir nachher auch einmal ganz kurzzeitig von innen sehen, um das Huhn dann rauszuholen, was wir uns organisieren werden. Das ist dann einmal so ein bisschen der Bestell- und Versandschuppen, das Futterlager, womit du dann hauptsächlich halt dein Geld verdienen kannst. Rohmaterialien halt hingeben zum Versenden oder auch Tiere kaufen, Futtermittel kaufen. Mhm. Das Gebäude werden wir auch kurzzeitig mal von innen sehen. Hier kommen wir halt zum Hühnerstall. Aber jetzt kriegen wir noch einen kleinen coolen Gefährten. Ich hör's schon. Wuff, wuff, wer kommt da vorbei? Ein Schlappohr und ein Spitzohr. So, worauf habt ihr mehr Lust? Oh. Ein Spitzohr. Spitzohr wäre ich auch dabei. Dann nehmen wir den Spitzohr. Spitzi. Spitzi der Streuner. Also vor allem, also, ich find's schon ein bisschen tragisch, muss ich jetzt sagen. Zwei Streuner suchen nach einem Zuhause. Und den anderen darfst du einen behalten. Nein, er sagt, er wird für den anderen noch, er findet für den anderen noch einen. Wollen wir dem noch einen schönen Namen geben? Nehmen wir einen Spitzi, ne? Ja, oder Dale. Dale können wir uns auch selber. Ja, gut, nehmen wir Dale. Ja, komm, das ist Dale und unser Charakter heißt Speedrun. Haben wir beides. Nehmen wir den Dale. Speedrun und Speedrun Dale. Ist das denn das erste Harvest Moon, was du damals gespielt hast? Also was so, womit so die Liebe angefangen hat? Oder hast du auch vorher schon? Tatsächlich ist das mein erstes Harvest Moon. Irgendwann mit 6, 7 Jahren habe ich mal einen Nintendo GameCube gekriegt. Mit Luigi's Mansion. Das war mir tatsächlicherweise zu gruselig. und Harvest Moon hier, das ist A Wonderful Life. Und somit war das schon von Anfang an mein Kindheitsspiel. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, jetzt fängst du das einfach mal an zu runnen. Hab gesehen, es gibt die Speedrun-Community dafür. Und dann haben wir das gemacht. Mhm. Also du hast ja jetzt, weil es ein Teil des Spiels ist, dass man da auch heiraten kann. Richtig. Wenn man den möchte, ist quasi das so ein, wie ist die Dame hier präsent dann? Silica. Silica, dann ausgesucht. Ist es so, um die zu ehelichen, ist das der schnellste Weg? Oder wenn du eine andere Dame wählen würdest, dann wird es länger dauern? Das ist korrekt. Sie ist der schnellste Weg, den du kriegen kannst. Dadurch, dass du wirklich nur... Am leichtesten zu überzeugen. Genau, die ist am leichtesten zu überzeugen. Man sieht das jetzt gleich auch nochmal. Es gibt noch mehrere Heiratskandidatinnen hier, die aber tatsächlich alle wirklich schwer sind. Oder beziehungsweise zwei davon sind sehr, sehr schwer zu bekommen. Mhm. Eine Kandidatin sieht man so gut wie gar nicht. Die wohnt in einem Hostel, Hotel, wie man das auch immer nennen möchte. Ist so gut wie kaum zu Hause. Und um die halt ranzukriegen, musst du bestimmte Zeiten einhalten. Du brauchst spezielles Wetter. Die steht wirklich nur auf Blumen aus dem Sommer. Das ist dann alles doch nochmal ein bisschen was anderes. Das nennen wir jetzt einfach auch. Ah, wir sind jetzt mal so frei, die Farm. Ja, vielen Namenbenennerei. Ja, schon weniger Zeichen wären eigentlich besser, wenn da eh schon der Text auch so. Du kannst wahrscheinlich auch ähnlich an der Geschwindigkeit da noch drehen, wie der Text erscheint, ne? Typische alte Nintendo-Sachen. Mhm. So, hier geben wir uns jetzt dann selber unseren Namen. Das ist der Gasthof hier. Letztendlicherweise kann man hier nichts tun. Und nennen wir einen Speedrun. Haben wir Speedrun Dale hier. Das passt überhaupt nicht. Nee. Speedrun. RN. RN. RN, ja. Speedrun. Speedrun. So gut. Das ist dieser Speedrun-Mann. So, hier fährt jetzt die erste Kameraposition gleich ein. Das ist dann, wie gesagt, die Dame in dem Hostel, die wir so gut wie nie antreffen. Deswegen ist sie natürlich im Intro auch nicht da. Mhm. Die freitags nicht kann. Hier kriegt es eine lustige Story zu den beiden. Im zweiten Jahr, in dem man spielt, stirbt der ältere Herr, die ältere Dame. Oh. Und der Herr kriegt dann ein anderes Haus hier im Dorf. Und in dem Haus zieht dann ein Arzt ein. Das ist von der Story her wirklich sehr, sehr weit gespielt. Mhm. Man kann das insgesamt 12 Ingame-Jahre spielen. Jeder Tag hat 30 Tage. So, das ist die zweite Hochzeitskandidatin. Und irgendwann am Ende des Spiels verstirbt man auch. Oha.
Okay. So, und rechts ist die dritte Kandidatin mit am schwersten, da dauert der leichteste Run knappe 2,5 Stunden. Dadurch, dass die Kandidatin etwas jünger ist, muss man da ein paar Jahre weiterspielen. Die ist bestimmt reich, oder? Die Oma ist reich, tatsächlich, ja. So, und das ist unsere Herzensdame. Hat auch eine schicke Mütze auf. Ich hoffe, dass das nur der Bruder, nicht unser Konkurrent. Das ist der Stiefvater. Ah, okay, das akzeptiere ich auch. Vom Dorf werden wir leider nicht allzu viel sehen. Ihr Charakter hat hier auch so seinen Lieblingsort, wo er sich halt am liebsten aufhält. Das werden wir auch zweimal im Run sehen. Bisschen RNG belastet ist es halt an den Spots, wo die Dame dann halt auch rumsteht. Mhm. Kann das dann bestimmen, ob du dann sagst, oh, die steht gerade jetzt nicht unter diesem Baum, also muss ich resetten, weil das versaut mir 20 Minuten. Das passiert tatsächlich nicht. So, jetzt lernen wir die sogenannten Erntewichtel kennen. Ja, natürlich. Da sind sie, die Erntewichtel. Die lernt man aber in jedem Harvest Moon kennen tatsächlich. Also schon vom Nintendo 64 über dem Super Nintendo. Da existieren die schon komplett. Ganz wichtiger, essentieller Punkt hier in dem Game, die geben dir irgendwann die blaue Feder. Die wir dann später ja, wie gesagt, brauchen. Nick, Nack und Flag. Genau. Ja. Sehr einfallsreich. Besten Freunde von Tick, Trick und Track. Ja. Grundsätzlich, wenn man es, nennen wir es mal, normal spielen würde, würdest du natürlich jetzt dein eigenes Timing machen und schauen, wie kannst du deine Farm aufbauen, genau, vielleicht richtig. Eine Dame fürs Leben finden. Richtig. Aber du solltest dir dann eigentlich selber so deinen Rhythmus genau. hier machen. Ne? Du fängst an, dir, sag ich mal, Pflanzensamen zu kaufen, fängst an, dir nach und nach die Tiere zu organisieren. Du kannst dir einen Ententeich anlegen. Den kannst du als Bauobjekt kaufen. Wenn du den im ersten Jahr zum Beispiel kaufst, hast du im zweiten Jahr auch Enten da, die dann irgendwann auch mal die Eier legen. Du kannst die dann in den Hühnerstall bringen zum Ausbrüten, weil da dann deine Brutglocke ist. Einziger Nachteil an den Harvest Moon Spielen ist dieses Schlafen. Du überspringst hier bei den Harvest Moon Spielen meistens 5 bis 6 Stunden. Auf der PS4 bzw. PS5 Version, das ist der Grund, warum wir die nicht nehmen, schläfst du eine Stunde kürzer und ruinierst so gesehen den ganzen Zeitrhythmus. Oh. Deswegen muss es GameCube oder PlayStation 2 sein. Das stimmt, weil selbst wenn du dann durchrechnen würdest, irgendwann musst du einfach einmal mehr schlafen, weil dann eine Stunde dir fehlt, ne? Genau. Jetzt schläfst du ein paar Mal? Genau, ich schlafe jetzt ein paar Mal und dann nutzen wir gleich auch so einen kleinen Time-Glitch, sage ich einfach mal, wie wir schneller wieder zurück zu unserer Farm kommen. Mhm. Das ist das einzige Mal, wo wir jetzt hier in dem Run so gesehen eine Spielmechanik ausnutzen, dass wir zurückgeportet werden. Okay. Wir holen uns jetzt hier einmal schnell was zu essen. Sieht doch nicht so lecker aus. Ist noch ein bisschen dünsten. Ja, wir ziehen uns das so rein. Wir sind da echt hart im Leben. Die Dame gefällt es, ich finde, also es sieht immer noch, es hat ja seinen eigenen Style. Ich finde die eigentlich immer noch recht schick, die Spiele, auch wenn wir jetzt schon mittlerweile ein bisschen älter sind. Wie gesagt, meine meiste Erfahrung war tatsächlich auf dem Super Nintendo damit. Aber es waren keine Kindheitsspiele für mich eben. Also so richtig viel Management habe ich dann nicht mehr gemacht. Ich weiß eben, wie super beliebt bei vielen Leuten gewesen und warum es auch gefühlt 500 Spiele gibt in der Art. Ja. Das fing mit dem Super Nintendo an, hat sich dann über Harvest Moon 64, was ja auch sehr, sehr beliebt war. Der Gameboy-Teil war tatsächlich gar nicht mal so gut, muss ich einfach sagen. Aber dann wieder mit dem Game Boy Advance-Teil hat es dann angefangen, Friends of Mineral Town, weil du das Ganze halt auch hier mit dem GameCube-Spiel koppeln konntest. Wenn du diesen Game Boy-Adapter hattest, konntest du damit rüber tatsächlich in die andere Stadt. Oh, das ist natürlich. Konntest du in die Game Boy Advance-Stadt und konntest dann Pflanzen etc. kommen, wo du halt sonst nicht dran gekommen wärst. So, jetzt haben wir einmal unsere Vorstellung gemacht, haben mir dann doch mal eine Blume geschenkt, weil wir nett waren. So, und jetzt nutzen wir unsere Spielmechanik aus. Dass wir unser Huhn kriegen. Ein Huhn? Das brauchen wir, weil die Dame steht auf Eier und Blumen. Ein Hahn. Ah. Ein guter Name. Was uns hier halt so ein bisschen den Run versauen kann, ist, wenn die Kuh stirbt. Das ist, wenn man 2-3 Tage aufgrund RNG halt ein bisschen länger braucht.
ist es halt so, dass die Kuh meistens drauf geht, was halt immer sehr schade ist. Also die Animation ist halt immer sehr traurig. Oh nein. Ich hoffe, das haben wir jetzt heute nicht. Ich hoffe auch. So, das Huhn positionieren wir nämlich hier draußen, dass wir ja schneller drankommen. Das Huhn hatte ich schon mal gern, da war ein Herzchen. Ja, das musst du knuddeln, damit du wirklich jeden Tag dein Ei auch bekommst. Mhm. Wenn du das nicht machst, hast wie im richtigen Leben. Ja, klar. Ja. Dann hat dein Huhn schlechte Laune und legt kein Ei für dich. Ja. Unglaublich. Oder versteckt das Ei, damit du es nicht findest. Weil legt es auf den Nachbarn. Ja. Viel schlimmer ist, dass du das Huhn hier zum Teil auch suchen musst. Oh, okay. Es läuft halt einfach weg, also es läuft halt einfach komplett irgendwo auf deinem Hof rum. Das hat keine direkte Rotation oder sowas, wo das halt steht. Deswegen, man kann halt immer eigentlich nur hoffen, dass es ganz gut steht. Und da, das hatte ich extra gern, das ist ein Ei. Morgen bitte nochmal. Das brauchen wir jetzt fast jeden Tag. Also, um die Dame zu bezirzen, was ist so der erste Schritt, den du machst? Erstmal baust du dir deine Finanzen auf oder was machst du mit den Eiern? Die Eier kriegt sie genauso wie die Blumen. Okay, also. Die wir anfangs gesammelt haben. Sie will jeden Tag ein Ei. Sie möchte jeden Tag ein Ei und sie möchte auch jeden Tag eine Blume haben, damit wir dann unsere speziellen Herz-Events, das zeige ich euch gleich einmal schnell. Aber die Blumen wachsen doch vor der Hütte. Aber ja, es ist viel schöner, wenn ein Mann ihr die schenkt. Eben, es ist die Geste. Genau. Die zählt. Du hast hier bei jeder Kandidatin, hast du zum Beispiel hier bei ihr jetzt am Bett. Hast du eine Überzeugungsliste, nenne ich das einfach mal. Hat sie die ausgelegt für Leute, die dann... Da steht dann gleich, er ist und dann so und so viele Herzen. Vier Herzen kannst du den Antrag dann machen. Und je nachdem brauchst du dann auch deine Herz-Events oder kriegst du deine Herz-Events. Herz-Events sind dann einfach nur Cutscenes, wo was Spezielles mit ihr passiert. Mhm. Wo du ihr dann immer so ein bisschen unter die Arme greifen kannst oder einfach mal ein Stück mit ihr gehst. Und das steigert dann halt. Es ist immer nach einem Punktesystem geregelt. Hm. 1000 Punkte, 3000 Punkte, 5000, dann kommt der Antrag. Und halt durch die speziellen Geschenke, die jede Person mag oder jede Heiratskandidatin mag, findest du dann halt schneller zu ihr. Wenn du die Herz-Events richtig beantwortest, also mit Textfeldern richtig beantwortest, steigert das dann natürlich auch die Punktzahl. Dass du dann schneller an sie so gesehen rankommst. Man muss auch gut dafür arbeiten, das Herz zu erobern. Mit Blumen und Eiern. Ja, natürlich. Du musst ja auch deinen Wert beweisen, dass du versorgen kannst. Ja, es ist später so, du kriegst dir ein Kind, du baust das Haus aus, also das Haus wird dann automatisch ausgebaut. Und auch je nachdem, wie du dein Kind erziehst. Dein Kind kann den ganzen Tag drinnen bleiben. Du kannst dein Kind aber tatsächlich auch mit rausnehmen auf die Farm, mit aufs Pferd setzen, etc. Das Ganze bestimmt das Ende. Mhm. Also wie das Ende dann vom Erzähler runtergeschrieben wird. Ob dein Kind die Farm übernimmt, ob er die verkauft. Das lässt sich dort bei dem Spiel halt alles in Erwägung ziehen. Mhm. Also es ist halt schon recht tiefgründig. Sieht hier natürlich gemäß dem Falle nicht so aus. Ja klar, das ist ja auch jetzt ein Speedrun. Ist natürlich gestreamlined auf das, was wir machen wollen. Ich hoffe immer noch, dass der Kuh da nicht schlecht geht. Das hoffe ich jetzt tatsächlich auch nicht. Du überrascht mich, Speedrun. Komm, lass uns spazieren gehen. Du hast mir gestern ein Ei geschenkt. Also ich muss schon wieder eins. Ich muss jetzt tatsächlich einkaufen gehen. Einkaufen. Da können wir leider nicht mit. Weil wir dann, wie gesagt, das GBA-Modul bräuchten. Mhm. Aber das sind natürlich diese Szenen, die wir halt in dem Falle sehen wollen bei dem Spielen. Das lässt sich auch immer sehr leicht kategorisieren, wenn wir mit Livesplit oder sowas dann halt im Livestream sind. Das sind 5 Splits, glaube ich, bei dem Game. Mhm. Ist immer sehr schnell gemacht. Also im Schnitt, sage ich mal, um die 40 Minuten. Für so ein Showcase ist natürlich gut dann. Wenn ich jetzt auf PB gehe, meine PB liegt, glaube ich, bei 36,6. Mhm. Und Weltrekord liegt bei 28 auf Original-Hardware. Oha. Ordentlich, ja.
mit Original-Hardware ist es halt nochmal ein bisschen anders mit den Ladezeiten dann dazwischen. Mhm. Ja, das ist ja auch die unterschiedlichen Modelle. Oder spielst du vielleicht sogar auf einer Wii? Wenn genau. Dann ist ja auch nochmal dann, sind wir so ein bisschen gerade bei Speedruns aus der Ära, dass du dann nochmal Sonderkategorien hast, teilweise, genau. Weil sich anders verhält. Bei Wii zählt, glaube ich, noch mit ein. Ja. Wii, PlayStation 2 und GameCube. PS4-Version auch, gibt's aber kaum Runner, die das machen, halt aufgrund der Ladezeiten. Ja, das Huhn sieht aber nicht so happy aus. Es hat nur geschlafen. Ach so. Hast du es denn geknuddelt? Ah nee, jetzt gerade nicht, egal. Wir haben ja jetzt noch eins auf Reserve. Auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg. Okay. Delayed Knuddling. So, jetzt ist er auch draußen, das spart uns auch ein paar Sekunden ein wegen der Tür. Da ist sie schon draußen und sagt, wo ist mein Ei? Sie wartet schon, sehnlichst. Herr, geben Sie mir bitte Ihr Ei. Ich habe 2 Tage nichts gegessen. Ja. Ich will mein Ei. Ich habe sogar 2. Mensch, das ist aber lieb von dir. Ja, ne? Sie bedankt sich sogar, das muss man halt dazu sagen. Das ist nett. Das ist eine gute Dame auf jeden Fall. So, und weil das Ei nicht reicht, gibt es noch ein Blümchen dazu. Diese Blume, die hier überall rumsteht. Ja. Aber gerne doch. Du bist der, der meinen Garten kaputt macht. Ja. Du bist der, der auf meinem Rasen rumtritt. Kannst du denn diese Games dann überhaupt noch, oder ist dir das Interesse überhaupt, die noch so casual zu spielen? Oder wenn du jetzt einmal in diesem Speedrun-Denken drin bist, spielst du die hauptsächlich nur noch als Speedrun? Also das hier tatsächlich habe ich noch im Safe State, wo ich mittlerweile im 4. Jahr casual auch spiele. Mhm. Bei den Story of Season-Teilen muss ich tatsächlich sagen, wenn ich da einmal so ein bisschen, oder wenn ich da ein neues Spiel, sage ich mal, auch anfange, dann hänge ich wirklich in diesem Speedrun-Ding drin. Mhm. Es gibt da so 1-2 Events, die man mitmachen muss, um ein bisschen Geld zu machen. Und da nutze ich halt die volle Speedrun-Taktik halt aus. Da wird es dann tatsächlich schon schwierig. Aber hier bei Harvest Moon, wie gesagt, dadurch, dass es halt so ein Kindheitsgame war, muss ich tatsächlich gestehen, spiele ich das noch casual, ja. Mhm. Wenn es auch so ein bisschen Wohlfühl-Game ist, oder ja. Wo man wieder mal, ich habe auch noch bei vielen Games einfach alte Saves, die ich ab und zu mal anmachen kann. Gerade bei sowas, was ein bisschen offener ist und du genau. Jetzt nicht so hart, oh, okay, ich bin Level 17 und muss dann da weiter, die Welt mal wieder auf sich wirken lassen. Manchmal ist es auch sehr schön. Also, ne, so ein Spiel hier ist wirklich idyllisch, das ist ruhig. Also, das spielst du nicht irgendwie, das machst du nicht mal 20 Minuten an und machst es dann halt wieder aus. Das spielst du halt wirklich 2-3 Stunden am Stück. Mhm. Das so ein bisschen auf sich wirken zu lassen, das ist schlecht. Welchen das? Jetzt macht der Shop zu, der reisende Händler so gesehen. Der kostet natürlich immer ein paar Sekunden Zeit. Der kommt alle 4, 5, 6 Tage mal ins Dorf und da kannst du dann, wenn du ein Kind hast, Spielzeuge für dein Kind kaufen, eine Bürste für deine Schafe, dass du vielleicht goldene Wolle kriegst, die ein bisschen mehr Geld droppt. Der hat dann so spezielle Sachen halt, die du nicht überall sofort halt nachkriegst. Der fortlaufenden Zeit, das heißt, alle haben ja auch ihren Tagesrhythmus dann, ne? Man ist ja so ein bisschen RNG da, wo die Dame ab und zu mal anders verstehen kann. Genau. Aber ansonsten kannst du dich wahrscheinlich darauf verlassen, okay, um die Uhrzeit, wer macht da seinen Weg oder befindet sich da im Laden? Ja, die haben aber alle 2, 3 unterschiedliche, ich sag mal, unterschiedliche Wege, die sie machen. Das ist auch wochentagsabhängig. Manche triffst du halt auch wirklich nur sonntags irgendwo an. Es gibt spezielle Minispiele, die du nur im Sommer um 18 Uhr im Freitag in der Bar machen kannst. Sowas kenne ich. Die haben alle 2, 3 Wege. Und wenn du die kennst, dann kannst du das halt auf verschiedenste Art und Weisen durchspielen. Wobei durchspielen, wie gesagt, gibt es ja hier eher weniger. Aber du kannst halt deine Farm auf verschiedenste Art und Weisen halt führen. Gibt dann auch so 2, 3 Wissenschaftler, mit denen kannst du dann sowas ähnliches wie Minesweeper spielen. Um Geld, Glücksspiel ist ja auch noch, ich meine, wir kennen es viel vom Pokémon oder so aus den alten Generationen. Auch noch Glücksspiel da. Gibt es noch Glücksspiel mit drin, das ist auch ganz nice. Gut, dann nach dem ganzen Tag farmen und Eier und Blumen verschenken, da möchte ich gerne noch mal ein bisschen Nervenkitzel haben. Genau. Ist ja klar.
So, jetzt sehen wir dann auch ihren Lieblingsspot, wo sie sich am liebsten aufhält. Da folgen wir ihr nämlich jetzt hin. Direkt unter den Kirschblüten. Wo denn auch sonst? Schön romantisch. Mhm. Wir gehen jetzt noch weiter. Ein Stück gehen wir noch zusammen. Ihr guckt euch gemeinsam den Teich an. Genau. Das ist halt so ein bisschen von ihr der Rückzugsort, weil sie sich mit ihrem Stiefvater nicht so ganz versteht. Ist das halt ihr Rückzugsort gewesen. Ja. Das Schöne ist, wir müssen jetzt gar nicht mal so weit. Das ist übrigens der Obdachlose, der hier im Dorfe wohnt. Er sagt dir, wenn er kein Geld kriegt, dass er Erde mit Ketchup essen muss. und schnort dann um Geld. Okay. Wir geben ihm natürlich nichts. Ist er nicht im Speedrun dabei? Er ist nicht mit, genau, er ist nicht im Speedrun mit drin. Wir hoffen, dass ihn jemand Ketchup kriegt. Aber natürlich. Oder halt Geld, dass er sich was zu essen holen kann. Ja, das macht bestimmt der Rest des Dorfes. Mhm. Nur wir gehen gar nicht in die Richtung, wo er ist. Da haben wir einen Jogger. Da haben wir unseren Jogger. Und hier haben wir unsere schöne grüne Weide. Und unseren Hund. Macht der Hund auch irgendwas in dem Land? Der kriegt leider auch viel zu wenig Beachtung. Hey, er hat immer einen Namen bekommen. Er hat einen Namen bekommen. Immerhin, ja. Das reicht. Man kann ihn letztendlicherweise auch mit Fisch füttern. Wir können angeln, wir können das Ganze zubereiten, also kochen oder braten. Wir können ihm das Ganze dann auch in Napf legen. Er wird auch ein Stück größer. Mhm. Und wenn man sich gut um ihn kümmert, kriegt er auch irgendwann eine größere Hundehütte. Oh. Also er wird beachtet. Von uns jetzt in dem Falle nicht ganz so viel. Aber er kriegt Beachtung. Sie sagen, bei aller Aufmerksamkeit, die er bekommen kann, er legt keine Eier. Ja. Das ist richtig. Wenn du doch Eier legen würdest. Hunde. Er legt sich schon, die sieht man nur nicht. Ja. Die andere Art von Eier. So, jetzt müssten wir auch gleich tatsächlich schon in die Nacht kommen, in der wir dann unsere blaue Feder kriegen. Die kriegen wir natürlich mitten in der Nacht. Wir haben ja auch sonst nichts als Farmer zu tun, als nachts um 1 oder um 2 aufzustehen, weil wir gerufen werden. Hier sieht man schon so schön, wie das Ganze laufen kann. Seine Felder bestellen. Da sind schon mal die Blümchen da. Und die Gewächshäuser. Die kann man leider nicht betreten. Ich dachte mal als Kind, man kann da reingehen, aber ja, da haben wir keine Chance. Kannst du nicht rein in die Gewächshäuser? Keine Chance. Ich glaube, da baut er auch ganz besondere Pflanzen an. Da darfst du als Kind nicht rein. Das sind die Wunderpflanzen. Ja. Aber er ist doch schon volljährig, dachte ich. Ja, wir spielen, wie gesagt, jemanden Anfang, Mitte 20. Ja, siehst du. Das ist in der Harvest Moon-Welt ist es noch Jugendlicher. Ah. Da musst du Anfang, Mitte 70 sein, dass du da rein darfst. Dass man da rein darf, ja. Was, die hat aber die Mutter doch schicke Boots an, ey. So, wenn wir jetzt Glück haben, haben wir nicht. Schade, ich dachte, das kommt die nächste Cutscene. Das ist nämlich, die zu triggern jetzt. Nee, es ist ein Indikator, wenn alle drei unten stehen. Und das wollten wir schon wieder nicht haben. Es ist ein Indikator, wenn alle drei unten stehen, gibt es einen speziellen Timesplit Everybody Downstairs, dass du eigentlich danach direkt die nächste Cutscene kriegen kannst. Mhm. Ist aber eher so eine 50-50-Chance. Hm. Du musst dann aus dem Haus raus, direkt wieder ins Haus rein. Aber wie gesagt, ist eine 50-50-Chance, dass du das Ganze damit triggerst. Die Szene kannst du tatsächlich auch überspringen und kannst dir trotzdem den Antrag machen. Wieso immer, ob es ein Spielfehler ist, weiß ich nicht, weil normalerweise musst du alle Cutscenes und alle Herz-Events gesehen haben. Hm. Und die kommt jetzt auch nicht mehr? Wahrscheinlich nicht mehr. Okay. Man sich nicht auch aussuchen, dann schlaf mal jetzt 12 Stunden. Leider nicht. War mal 18 Stunden. Ja. Leider nicht. Bei den Story-of-Season-Spielen schläfst du zum Glück einen Tag durch. Aber hier musst du halt immer wieder skippen. Problem ist, wo du halt echt Time-Waste haben kannst, ist, wenn du nicht auf das Nein gehst, dass du nicht speichern willst. Um dann wieder aus dem Speichermenü rauszukommen, ist es schneller, wenn du speicherst. Kostet aber im Schnitt
12, 13, 14 Sekunden. Es gäbe jetzt ja aber auch nicht sowas wie so ein Fail-State oder so, wo du sagst, oh, Game over. Ich bin aus Versehen in die Grube gestolpert und das war's. Tatsächlich nicht. Also das ist eigentlich recht safe und ich sag mal auch anfängerfreundlich zum Zocken. Also wenn du Speedrun anfangen willst und mehr auf ruhigere, idyllische Spiele spielst, wo du wenig Glitches ausnutzt, nicht allzu viel Menuing betreiben musst oder sowas, lohnt sich sowas halt schon. Ja, wo hast du hier sonst Optimierungswege? So ist es von wegen, oh, ich kann immer schauen, dass ich möglichst die Ecken scharf nehme oder so. Oder das macht es dann wahrscheinlich auch? Tatsächlich. Du musst die Wege halt wirklich genau nehmen. Es gibt halt, mit der Kamera kannst du so ein bisschen rumspielen über die Z-Taste auf der GameCube. Damit kannst du nochmal 2, 3, 4, 5 Sekunden einsparen. Ist aber tatsächlich auf dem Emulator, so wie wir es jetzt hier drauf haben, echt schwierig, durch die X- und Y-Achsen, die du halt auf dem Analogstick hast, damit dann die Kamera zu zentrieren. So, da haben wir schon mal 3 Herzen, das ist schon mal gut. Das ist sehr gut. Deswegen, auf dem Emulator wird es halt weniger genutzt. Mit der R1-Taste auf der PlayStation ist es auch schwierig. Dann arbeitet man nämlich so. Okay. Ist aber halt, wie gesagt, durch die Zentrierung der Sticks immer ein bisschen sehr schwer. Du hattest halt ja auf dem GameCube diesen etwas kleineren Stick, diesen gelben, den C-Stick. Mit dem konntest du da wirklich sehr, sehr präzise arbeiten und konntest echt Zeit einsparen. Also von wegen dann auch Kamera oder so eindrehen, dass du weniger Slowdown hast und solche Geschichten? Mhm. Wie ist denn der Kuh mittlerweile? Oh. Die steht noch. Sagst du sowas nicht? Noch steht sie. Wir hoffen, sie muss gemolken werden, sonst explodiert die bald. Ja, wir hoffen natürlich, so dass sie überlebt, auf jeden Fall. Ja, tatsächlich wird empfohlen, 2-mal am Tag zu melken. Ja. Ignorieren wir. Morgens und abends. Wir ignorieren das jetzt hier kontinuierlich. So, und als nächstes sollte dann die Nacht kommen, wo wir unsere blaue Feder erhalten. Ich hoffe nicht, dass die Benachrichtigung kommt, dass wir kurz mal in den Stall kommen müssen. Regen ist natürlich auch schlecht. Mal hier, dann kann es da nass werden. Du hast sie nicht geknuddelt. Nee. Das Problem ist halt am Regen, die FPS-Zahlen gehen runter. Das kostet dich auch ein paar Sekunden immer. Knuddeln dauert länger dann. Das dauert auch länger. Ja, save the Knuddeln, save the Frames. Wir brauchen mehr Frames, wir brauchen mehr FPS. Wir brauchen Save the Animals hier. Sie fragt auch jeden Tag, ob unser Huhn das Ei gelegt hat. Das ist. Maybe? Nee, ich hab die gekauft. Wenn er effizient sein wollte, würde er einfach so einen Karton in den Schrank stellen. Dann nehmen wir mal, oh, hier eins hat's gerade frisch gelegt. Ignoriere den Stempel drauf. Also wir nehmen vorsichtshalber noch mal ein paar Blumen mit, bevor die weg sind. Die bleiben dann auch sozusagen frisch in deinem Inventar? Die bleiben frisch im Inventar. Nicht, dass du dann erst so nach einem Monat oder sowas auf und siehst, dass nur verdörrte Blumen. Die bleiben erhalten. Es ist halt nur wichtig, dass sie Frühlingsblumen bekommt, weil diese Sommerblumen mag sie gar nicht. Herbst geht noch weniger, das gibt sogar Minuspunkte. Und im Winter Blumen zu kriegen, wird ein bisschen schwierig. Also man muss halt wirklich auch so ein bisschen aufpassen, dass man sich seine Ressourcen für den Sommer oder im Sommer am besten für den Winter halt zusammensammelt. Die Kühe sollten nicht raus, die Schafe sollten nicht raus. Das Einzige, was das ab kann, ist das Pferd. Das braucht auch keine Nahrung, das überlebt auch so. Wir haben Schafe und Pferde? Haben wir noch nicht gesehen, oder? Nee, werden wir auch tatsächlich nicht sehen. Stell dir vor, es geht ihnen gut. So. Gut. Jetzt kriegen wir nämlich unsere Feder. Hey. Mitten in der Nacht. Das Coole ist, man muss hier Pilze essen, wie bei Mario so ein bisschen, um kleiner zu werden, dass man sich mit den Erntewichteln tatsächlich unterhalten kann. Ja. Das ist da hinten das Ding an der Quelle, wo wir eben mit der jungen Dame waren, diese beiden Pilze. Mhm. Also was das für Pilze sind, möchte ich nicht wissen. auf jeden Fall ist man dann klein und kann mit den Erntewichteln sprechen.
viele geheime Messages. Das sind Anspielungen her. Ich steh mal los. Er holt die jetzt, aber es wollen alle drei die blaue Feder holen. Mhm. Aber jetzt ist sie zufällig schon da. Oh. Hä? Was? Sie ist zufällig, warum auch immer, schon bei uns im Werkzeugschuppen. Jetzt kriegen wir gerade erklärt, dass wir damit dann halt einen Antrag machen können. Im Vergissmichnichttal. So heißt übrigens das schöne Dorf. Uhr nachts, ja. Oh. Ja, wann denn sonst? Wann sonst? Die ideale Zeit. Das kann nicht tagsüber oder so, nee. Du bist noch übermüdet? Ach egal, hier, heirate mich. Du schläfst? Quatsch, du kommst jetzt raus. Ich will den Antrag machen. So, hier haben wir dann auch ursprünglich mal die Werkzeuge, die wir brauchen. Wir können das Ganze auch verbessern. Also wir können auch irgendwann eine leichte Gießkanne kaufen. Weil es ist halt so, irgendwann bist du erschöpft. Also du hast ein Ausdauersystem. Hier sieht man das leider nicht veranschaulicht. In anderen Games, in den Story of Season Games, ist es mittlerweile veranschaulicht. Im Sinne von Herzpunkten. Haben wir hier, wie gesagt, leider nicht. Aber irgendwann bist du erschöpft und kannst sogar zusammenbrechen. Also, Also musst du ab und zu mal schlafen. Du musst ab und zu schlafen, dass du dich halt erholst, um halt weiter Tiere zu pflanzen. Musst du nicht selber mal essen oder so auch? Tatsächlich recht wenig. Natürlich ist gekochtes Essen immer besser, aber dafür haben wir keine Zeit. Weil du weißt doch, er ernährt sich doch von Luft und Liebe. Du kannst natürlich auch hier das rohe Ei essen, das ist aber nicht gut. Das siehst du dann anhand deiner Träume. Wir sehen ja nur diesen blauen Wirbel, sag ich mal. Anhand deiner Träume siehst du auch, wie gut es dir geht. Wenn zum Beispiel die Kuh verstirbt, hast du die nächsten 2 oder 3 Tage auch Albträume. Wirkt sich jetzt nicht negativ auf das Spiel aus, beziehungsweise auf deinen Charakter, aber auch zum Beispiel deine Frau, wenn du irgendwann verheiratet bist, merken das. Da haben wir unser drittes Herz-Event. Das ist das, was ich eben triggern wollte. Sehen wir uns später bei meinem Lieblingsspot. Problem ist, jetzt rennt sie uns wahrscheinlich weg. Da kommt sie. Oh, da ist sie. Jetzt haben wir Hunger. Das ist für mich direkt von meinem Haus. Nehme ich gern. Und das, hat mein Huhn gelegt. Also wir können es ja schon mal versuchen, aber ich glaube nicht. Nee. Entschuldige, passt noch nicht. Ich muss es mal reingehen und dann. Genau, das dauert jetzt noch 2 Tage und dann passt das. Das muss ich noch mal überlegen. Ja, das Ei muss ich erstmal setzen. Sie muss ein schönes Liebesomelett draus machen. So ein Spiegelei in Herzform mit so einer Backform. Ja, genau. Aber unsere Träume noch gut? Noch sind sie gut, auf jeden Fall. Noch geht's der Kuh gut. Oh Mann. Ich habe auch so ein bisschen Bammel. Das wird jetzt wahrscheinlich dann so der Vorführeffekt sein. Oh nein. Immer noch gut. Hoffen wir aufs Beste. Tu mal nicht so, Gregor. Bei Illusion of Time hast du gelacht, als Hamlet gestorben ist. Das ist auch so, war aber auch lecker. Ist vielleicht wegen der Abstrusität der Szene dann gewesen bei Hamlet. Wir haben aber auch echt schlechtes Wetter in den letzten Tagen. Hamburg halt. Ja. Ja. Das musst du leider bedenken. Ja, es gibt ja hier normalerweise noch viel, viel mehr zu tun. Das muss man einfach dazu sagen. Ja, klar. Wir können hier noch in die Mine, die können wir vergrößern, spezielle Golddinge rausholen, die uns halt ein bisschen Geld geben. Wir können einzelne Stücke davon auch ins Haus stellen.
Also eigentlich gibt es da wirklich unendlich viel zu tun. Hm. Selbst als einer, der so eine Farm-Games eigentlich nicht spielt, so wie ich, sehe ich das auf jeden Fall schon, dass man hier durchaus viel Spaß haben kann in solchen Games und viel Zeit verbringen kann. Viel Zeit. Wenn man Bock drauf hat. Ja, das ist es auf jeden Fall. Thema des, sagen wir mal, auch wenn es ein bisschen was anderes ist, das Animal Crossing-Prinzip. Ja, ja, genau, richtig, richtig. Wo du dann auch sagen kannst, okay, worauf habe ich jetzt heute Lust? Wie, okay, ich habe so ein grobes Ziel vor Augen, aber lass mich mal machen, worauf ich Lust habe. Genau. Animal Crossing habe ich jetzt neulich mal wieder den DS-Teil gespielt. Als ich es angeschmissen habe, kam der Maulwurf. Warum ich beim letzten Mal nicht gespeichert habe. Ich dachte mir, wie lange das schon her ist, dass ich das letzte Mal Animal Crossing für den DS gespielt habe. Aber hast du anscheinend ausgemacht. Ja, auf jeden Fall habe ich ausgemacht. Mr. Resetti vergisst nicht. Genau, so hieß es. Man musste sich, glaube ich, immer entschuldigen oder sowas, wenn man nicht gespeichert hat. Ja, also dass man dann nicht dann mit den Saves betrügt im Spiel, hat Mr. Resetti einem immer eine Standpauke gegeben. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch ist auf der Switch. Auf der Switch habe ich es tatsächlich kaum gespielt. Da haben sich dann zu viele Leute, die hatten Angst vor Mr. Resetti. Auf jeden Fall. Tut erstmal was. Ja. Das ist wie was mit dem Steak. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir noch. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir schnell was kriegen, das Steak. Jawohl. Kein Steak essen. Ja, jetzt fängt er aber an hier. Aber eigentlich müssten wir eigentlich gleich durch sein. Kannst du nicht eine Blume essen? Leider nicht. Na, jetzt habe ich auch noch Speichern gedruckt hier. Also Steak machen wir nicht, hast du gesagt. Eigentlich müssten wir jetzt auch durch sein. Gucken wir vielleicht. Nee, ist natürlich nichts mehr zum Essen. Hier weg. Ach. Noch weiter weg. Ja, du greifst immer ein bisschen weiter. Der Radius ist dann doch ein Ticken größer. Du wolltest das Ei greifen, hast aber. Genau, und hast das Huhn gegriffen, wobei ich in Richtung des Eis stande. Oh, ist die Schwiegermama schon. In ihren roten Boots. Die würde ich mir nicht als Schwiegermama wünschen. Da hinten haben wir auch noch was zu essen, falls das nicht klappt. Komm, ein Ei geht noch. Ein Ei geht noch und eine Blume geht auch noch. Und dann heiratest du mich gefälligst. Dann hat die mich zu heiraten, richtig. Das ist cool, die muss riesengroße Taschen haben. So. Jetzt aber, ja. Oh. Hey. Kann das denn wahr sein? Eine blaue Feder für mich. So, und Time. Time. Vorbei? Time. Ja. Ja, Time. Ja, es war 44. Die war 44, ja. Die Regie war so ergriffen gerade. Ja. Von dem Moment. 38, aber jetzt, ja. Ja, in den heiligen Stand der Ehe eingetreten. Erstmal die Verlobung. Herzlichen Glückwunsch. Schöner also, Run. Sehen wir ihn noch? Nee, den sehen wir jetzt nicht mehr tatsächlich. Jetzt müsstest du das Jahr zu Ende spielen. Ah, und dann? Und dann würde die Hochzeit automatisch halt stattfinden. Da geht er dann einmal komplett durchs Dorf, stellt es einmal so ein bisschen vor, dass ihr geheiratet habt oder jetzt heiraten wollt. Das waren jetzt 3 Ingame-Tage. Das waren 32 Ingame-Tage. Im 32. sind wir gerade. Also einen Monat lang Eier schenken. Genau. Und Blumen und ein paar schenken. Und dann halt, wie gesagt, die speziellen Cutscenes noch abgreifen. Alles klar. Ja, das ist schon gesagt, deine PB selber ist ja noch mal ein bisschen knapper, aber so ultra weit weg war es ja jetzt nicht davon. 2,5 Minuten. Ja, was da, wo du da gestolpert bist, war maximal, oh, das Wetter war nicht sogar, der Magen hat geknurrt. Ne? Richtig, genau, das sind so ein paar Stolpermomente, die dann da reinkommen. Kann man nichts machen, das mit dem Hunger ist halt RNG belastet. Mhm. Ne, und das Wetter, dass es halt ein paar Frames kostet, das ist nun mal von Game zu Game einfach so. Ja, okay. Ihr habt schon den Link gesehen, wenn ihr gerne mal zuschauen wollt, bei Twitch vorbeischauen, bei Benox und dann mindestens den Follow hinterlassen. Wir werden dich noch in den nächsten Folgen nochmal sehen und schauen uns mal an, wie sich das entwickelt hat, in den Story of Seasons teilen, was man alles machen kann, wenn ihr euch mal bewerben wollt, ob es jetzt
für Harvest Moon, für Story of Seasons, für Animal Crossing oder andere Sachen sein soll, benutzt gerne den Link hier unten oder ihr meldet euch direkt bei Sia at SimicLove bei Twitter oder twitch.tv/SimicLove01. Du hast schon gesagt. 101. Entschuldigung, 101. Ne? Ich war schon so begeistert vom Farmen hier, dass ich Zahlen vergessen habe. Kein Problem. Wirst du dann vielleicht mal eins von denen angehen? So, schönes Farmen. Ich farm lieber in anderen Games. Du farmst lieber in anderen Games. Ich farm lieber 500.000 für den Duplicator in Symphony of Night. Natürlich, vielleicht kommt da auch das Gartenspiel. Ansonsten, wir bedanken uns bei euch, wie immer, fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Wir sagen Tschüss, bis dann. Bye, bye. Bye.